Und da sind wir auch schon wieder mit der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt erstmal die Hummerschwänze, weil die wissen wir ja, wo sie sind. Die haben wir ja vorhin schon mal gesehen. Und dann als nächstes werden wir den Beutel beschaffen. Da muss ich aber auch mal gucken, wo der denn wohl sein könnte. Der ist auch noch hier unten irgendwo in der Ecke. Na gut. So, Hummer, Hummer, Hummer. Wo seid ihr? Ich hätte jetzt fast gesagt lecker Hummer, aber ich habe Hummer noch nie gegessen. Meine Frau meint wohl, der wird ganz gut schmecken, nur es wäre viel Arbeit, den zu essen. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, wenn man da die ganzen Schalen vorher knacken muss und sowas, um ans Hummerfleisch zu kommen. Aber ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich bin da auch ein wenig lecksch. Ich mag auch keine ja, Austern sowieso nicht, die sind so widerlich labberig. Boah, pfui Deibel. Aber ich mag auch keine Schrimps. Schrimps ist auch überhaupt nicht meins. Das sieht schon so pervers aus. Meine Frau, die hat sich auch immer, freut sich auch immer, wenn sie mir was zu essen machen will. Ich bin da nicht so wählerisch. Ich sage immer drei Gerichte, die ich gerne hätte. Das sind so meine drei Lieblingsgerichte. Unter anderem halt die Markklößchensuppe. Oder Pizza. Oder, was war da letztens noch gewesen? Irgendwie, ich glaube, ein Bauerntopf war das gewesen. Irgendwie geschnittene Kartoffeln mit lecker Fleischstücken und lecker Soße dabei. Ich weiß jetzt nur nicht genau, ob das richtig ist. War das Jägertopf? Ne, Jägertopf war das nicht. Ich weiß es, ein Bauerntopf war es, glaube ich, gewesen. Ein Bauerntopf ist auch super genial. So wie meine Frau das macht. Ja, ihr müsst dazu wissen, meine Frau, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schon mal erwähnt habe, meine Frau ist halt auch halb Italienerin und die kann kochen. Oh mein Gott. In den 4 Jahren, wie wir jetzt zusammen sind, Mann, habe ich da zugelegt. Ich bin auf die doppelte Breite angeschwollen, seitdem ich mit ihr zusammen bin. Normalerweise geht es den Frauen mit mir so, dass sie auf die doppelte Breite anschwellen. Nein, ich bin immer noch eigentlich Idealgewicht. Ich bin jetzt nicht dick, ich bin aber auch nicht dünn, ich bin halt normal. Ich würde sagen, über meinen Körperbau, ich bin normal. Und das heißt ja auch, man ist erst zu dick, wenn man sein Fifi nicht mehr sehen kann, wenn man an sich runterguckt. Und den kann ich noch sehen. Das reicht noch nicht. Die droppen das echt selten. Wir haben jetzt erst 3 von 7. Aber wenigstens rennen hier von ordentlich welche rum. Schlimmer wäre es jetzt gewesen, wenn die hier so selten gewesen wären. Ja, dann bin ich aber gespannt, ob das jetzt auch wirklich die allerletzten beiden Quests sind. Weil dann würden wir uns nämlich auf den Weg nach... wie heißt es denn? Ins Brachland machen. Wo wir dann weiter questen in der nächsten Aufnahmesession, weil sobald ich hier fertig bin, wollte ich die Aufnahmesession beenden. Was läuft denn da noch rum? Zirkel des Szenarios, irgendeine Tante. Oh je. Da bin ich ja froh, dass sie keine Quests für uns haben. So, noch 3-mal Fleisch. Aber die hätten uns ja wenigstens mal helfen können. Die sehen doch, dass wir hier am Rumwursteln sind. So, ach guck mal an, auch wieder nichts gedroppt. Guck mal an, wir haben jetzt gleich sogar das Level up. Dann haben wir beim nächsten Mal auf jeden Fall Level 2 und 40 und können endlich unseren Chaosblitz austesten. Und dann gibt es auch die instabilen Funken dazu. Ha, herrlich, ich freue mich. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Ach Mann, jetzt droppt doch mal das Zeug hier, ich will hier durchkommen. Ich will endlich hier raus aus Desolace, ich will das nächste Land sehen. Und dann gibt es beim nächsten Mal auf jeden Fall Maraudon den letzten Abschnitt mit der Prinzessin. Sag mal, ihr wollt mich doch echt alle verkaspern, oder? Die sind echt nicht freundlich zu mir. Ich fange ja an zu weinen, weil die so geizig sind. Ja, ja, jaul nicht rum wie ein Hund. Gott sei Dank, nur noch 2. Nur noch ist auch gut gesagt. Warte mal, kommen wir an den hier von hier aus dran? Oder müssen wir da zu weit reinschwimmen? Oh, es klappt sogar.
Das klappt sogar. Und da haben wir unser Level Up. Ich bin begeistert. Aber es gibt gar nichts. Rein gar nichts gibt es für das Level Up. Das Einzige, was es wahrscheinlich gibt, ist... ach Mann. Da. Ja. Maraudon. Müssen wir auf jeden Fall sehen, dass wir dann das nächste machen. Und dann kommt Uldaman. Maraudon und Uldaman. Da oben haben wir noch einen. Komm, tu mir den Gefallen und dropp das letzte Teil. Nein, natürlich nicht. Warum auch? Wir hätten ja die Quest schon fertig haben können, Mensch. Aber dann holen wir uns den nochmal. Ist ja schon wieder respawned. Hatten wir den nicht gerade schon mal getötet? Ich weiß es nicht. Jawohl, fertig. Nächste Quest. Schauen wir mal, wo wir da hin... Moment, wo soll das sein? Ach, hier hoch nur. Kommen wir da überhaupt hoch? Lustig. Lustig. Lustig, lustig. Tralala. Da müssen wir hier hoch. So, und hier soll irgendwo der Fritze rumstehen, den wir brauchen, der deine Sachen geklaut hat. Das würde mich jetzt aber wundern. Ist er das? Nee. Hä? Den Beutel müssen wir finden. Wo könnte der Typ denn sein? Bin ich jetzt doof? Ah, ich hab'n. Der ist hier verstohlen, schleicht er hier rum. Deswegen habe ich den nicht gesehen. Spinnst wohl, wa? Blöd, Mann. Ich hab doch vorhin auch was gehört. Ich wollte schon nämlich schon gesagt haben, da war doch vorhin so ein Verstohlenheitsgeräusch. Nur ich habe da nichts gesehen. Aber gut, jetzt haben wir ihn wenigstens gekriegt. Da muss ich aber auch gerade einmal zweimal hingucken. Um den zu sehen. Und wieder zwei Quests in der Tasche. Wieder zwei Quests mehr, wie wir eigentlich bräuchten. So, ich habe deine Schwänze. Habt ihr die Hummerstockschwänze mitgebracht worden? Oh, damit wird es wunderbar. Targat wird ja so überrascht sein. Seid auf der Hut. Gut, da haben wir den fertig. Den Togot. Nun, Hexenmeister, habt ihr den Idioten gefunden? Aber klar, der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Jetzt brauchen wir uns... Was? Jetzt schauen wir uns an, was von meinen Sachen übrig ist. Der hat ja noch eine Quest, Arschloch. Targat durchsucht den Ranzen und zieht ein merkwürdiges Objekt heraus. Oder? Was hat er? Achso, I, sagt er, I. Eindeutig kein Gesundheitselixier. Dies dient nur einem Zweck, dem Töten. Wie wäre es, wenn wir es zu Kanum bringen und schauen, ob er etwas damit anfangen kann? Ja, können wir machen. Wer ist Kanum nun schon wieder? Ach, Kanum ist da oben. Gut, dann gehen wir da oben nochmal hin. Halt, Moment, stopp. Wieso will ich denn reiten? Bin ich denn narrisch? Wie geht's? Komm hier, natürlich fliegen wir dahin. Und alles mal schön abkürzen. Hoffentlich hat er keine Folgequest mehr für uns. Hoffentlich nimmt er den Gegenstand einfach nur und lässt uns in Ruhe. Und dann müsste ich eigentlich mal kurz gucken. Desolé ist, wie gesagt, fertig erkundet. Ich muss da nochmal gucken. Im Eschen... Moment. Doch, im Steinkrallengebirge. Da müssten wir theoretisch da unten hinfliegen. Und von da aus dann ins Brachland. Ja, das sieht wieder nach dem Plan aus. Weil dann machen wir da dann nämlich weiter.
Ach übrigens, ich war vorhin ja in Darnassus gewesen, um da die Berufe und so was alles zu skillen. Da habe ich hier noch Heldenaufruf gefunden für 1000 Nadeln. Den habe ich auch direkt mitgenommen, weil 1000 Nadeln kommen wir dann ja, glaube ich, auch bald hin. Moment, 35. 35 bis 40. Südliches Brach, da 1000 Nadeln, 40 bis 45. Und Feralas ist 35 bis 40. 35 bis 40. Okay. Ja, danach kommt dann das hier. Also Düstermarschen. Also wir haben noch einiges vor uns. Wobei in... haben ja auch schon ordentlich was gesehen, ne? Das kann man sich ja nicht beklagen. Also wir haben ja richtig viel schon erlebt in diesem Spiel. Wir kommen jetzt auch ziemlich dicht an die 300 Folgen ran. Der 300. Part ist bald soweit. Und ja, ich würde sagen... Also 300 sind es mindestens noch. Ich würde schätzungsweise 600 Folgen hier in dem Classic-Welten. Karum untersucht das Gebräu. Ja, Hexenmeister, ich weiß nicht nur, was das ist, ich weiß auch, was ihr damit anstellen solltet. Ich erkenne diese üble Erfindung. Es ist eine schreckliche Krankheit, die beinahe sofort tötet. Und zwar auf brutalste Weise. So sehr ich es auch verabscheue, so ein Mittel einzusetzen, ich fürchte, wir haben keine Wahl. Wie ihr sicher wisst, sind die Nager weiterhin eine ernsthafte Bedrohung für dieses Gebiet. Die Zeit ist gekommen, sie zurück ins Meer zu treiben. Wenn ihr bereit seid, wird euch Grimmfeder zum Riss bringen, wo sie einen brutalen Angriff vorbereiten. Setzt das Gebräu gegen die Nager und ihre Verbündeten ein, um Deseleus Lace wieder sicher zu machen. Mögen die Vorfahren. Na bravo. So, mit wem sollte ich jetzt sprechen? Moment. Setzt das Gebräu und... Wenn ihr bereit seid, wird euch Grimmfeder zum Riss bringen. Wo ist denn Grimmfeder? Ach, Grimmfeder ist der Hippogryph hinter ihm, wa? Tatsächlich. Ja, dann ruf da. Dann bring mich mal hin. Können wir das jetzt hier benutzen oder wie läuft das? Das nach Hause fliegen. Ach, und das Mischung werfen. Okay. Ihr könnt das jetzt noch nicht. Okay. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass es mittlerweile die Möglichkeit gibt, auch selber nach Hause zu fliegen. Wieso kann ich das jetzt noch nicht? Jetzt kann ich. Schön, schön, schön. Fress das. Fress das. Verrecket. Ich bin so böse. So, sie welche hauen. Ihn welche hauen. Was, da fliegt noch ein Hypogryph? Wieso fliegt da noch ein Hypogryph? Gibt's ja gar nicht. Oder sind das andere Spieler, die wir nicht sehen, weil wir hier instanzierte Bereiche haben? Das könnte natürlich auch sein. So. Und so. Da nochmal. Da unten haben wir auch noch ein paar. Ich bin außer Ach was. Reichweite. Ach, erzähl nicht. Ach Mann. So, die noch weg. Ach Moment, Meeresriesen. Da. Die gehören wohl mit dazu. Da ist noch Meeresriese. Weg damit. Da unten noch ein. Nicht für Vieren. Da noch ein. So, die haben wir fertig, die Grünen. Müssen wir die blauen noch, wa? Ja, die blauen müssen wir noch. Und dann haben wir noch einen Meeresriesen vor uns. Müssen wir noch mal warten, bis wir drüber fliegen. Komm, flieg mal einen Tacken schneller, Kollege. Könnte man hier eigentlich absteigen? Wäre immer interessant zu wissen. Wo fließt denn jetzt schon wieder hin? Du fließt ja jetzt nicht hier schon wieder nach Hause, oder? Ich glaube, der fliegt nach Hause. Nee, er fliegt noch eine Runde, okay. Na, von mir aus. Dann müssen wir nochmal warten, dann wird die Folge auch nochmal etwas länger.
Und ich bin gerade im Überlegen. Normalerweise müsste ich eigentlich nach dieser Folge die Aufnahmesession beenden, weil ich sonst wieder mit nichts hinterherkomme, mit dem Hochladen und mit dem Rendern und sowas. Da ich ja morgen die nächste Aufnahmesession wieder für euch machen wollte. Denn Mittwoch ist definitiv wieder was anderes dran. Mittwoch steh würde... Was wird Mittwoch anstehen? Ich muss gerade mal überlegen. Defiance steht Mittwoch an. Das ist ganz wichtig. Weil bei Defiance fehlen mir noch die eine oder andere Folge. So, jetzt haben wir Meeresriesen fertig, oder? Ja, flieg mich nach Hause. Dankeschön. Auf geht's. Ja, weil die von Defiance gehen mir auch schon wieder die Folgen aus. Wobei, wenn ihr das seht, habe ich... Was macht der da? Wenn ihr das hier seht, habe ich wahrscheinlich Defiance schon fertig produziert. Dass wir durchsehen. Sag mal, was fliegst denn du dir da für ein komisches Zeug zusammen? Was ruckelst du denn so, Kollege? Der hat Schluck auf. Ah, ich glaube, jetzt geht's wieder. Jetzt geht es wieder. Und da sind wir auch. Gut, dann quatschen wir den auch eben an in dieser Folge und dann haben wir es doch. Eure Taten beeindrucken mich immer mehr, Crazy Bane. Bitte nehmt dieses Geschenk im Namen des Zirkels des Szenarios entgegen. Oh, schöne neue Hosen. Nehme ich auf jeden Fall mit, weil die wesentlich besser sind wie unsere. Wo haben wir sie, die Hosen? Da sind sie. Sind die das? 8 und 13? Moment. Hose... 8 und 11, ja, und 66 und unsere hat hier 87, auf jeden Fall anziehen. Neue Hosen braucht das Land. Und damit sind wir fertig in Desolés. Desolés zu 100% abgeschlossen, alle Erfolge gekriegt, also alles erkundet, alle Quests gemacht. Das heißt für uns, wir können uns verabschieden für diese Aufnahmesession. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin Spaß und schaltet in 2 Tagen zur neuen Aufnahmesession wieder ein, wenn es dann nah ins Brachland geht, ins Südliche. Ich bin der Crazy Bane und bin für heute raus. Ciao!